Cego mit der Spielöffnung, links auf Kavlan. Flankenball zur Mitte, die Möglichkeit und das erste Tor, 1:0 für die Veilchen, Torschütze Thomas Ebner. 1:15 ganz genau hat es gedauert. Und die Veilchen führen früh mit 1:0. Also ein Auftakt nach Maß für die Veilchen. Wir schauen nochmals auf die Wiederholung. Kavlan mit der Reingabe, Schnagelpass zur Mitte. Er lässt hier kurz Servest abtropfen und Thomas Ebner steht da goldrichtig aus gut 16, 17 Meter mit rechts. Kopfball in Omoni, Grünwald und der Ball ist drin und das Tor zählt. 2:0 für die Veilchen. Der Kapitän macht's, Alexander Grünwald in der 13. Spielminute. Torschütze Nummer 10, der Kapitän Alexander Grünwald. Auch diese Szene können wir uns nochmals anschauen in der Wiederholung. Eckball von Max Sachs, dann Kopfball von Edomoni. Der Ball springt einmal auf und gerade noch rechtzeitig vor dem Torhüter spitzelt hier Alex Grünwald den Ball durch die Beine des Torhüters zum 2:0 für die Austria. Nächster Angriff und der nächste Treffer. Wieder Alex Grünwald, Doppelpack. Nur 1 Minute nach dem ersten Tor unseres Kapitäns. Also 13. und 14. Spielminute. Auch dieses Tor schauen wir uns nochmal an. Max Sachs legt zurück auf den 16er, auf die 16er Linie und mit links schießt unser Kapitän ein. Freistoß Grünwald. Auf Serbest. Schussmöglichkeit. Ah, da schießt hier Max Sachs einen Gegenspieler an und der Ball ist drin. 4:0. Max Sachs, auch ein kurioser Treffer. Abgefälscht eigentlich der Schuss. Ausgegangen diese Aktion von einem Freistoß von Alexander Grünwald. Dann ist es Serbest, der schießt wieder. Ball kommt aber von einem Gegenspieler. Max Sachs schießt dann nochmal Serbest an, der Ball kommt dann nochmal retour. Und er steht nicht im Abseits und mit dem rechten Bein legt er den Ball so geschickt ab, dass der Torhüter keine Chance hat, wird überhoben und Max Sachs stellt auf 4:0 für die Austria. Prokop, rechts auf Stefan Zwierschitz. Pichler, Zwierschitz, schöner Doppelpass, Abschlussmöglichkeit, Benedikt Pichler und der Treffer! Stark gemacht, Minute 55, auch da schauen wir nochmal drauf in der Zeitlupe. Pichler nochmal mit einem Übersteiger, legt nochmal ab auf Stefan Zwierschitz, Doppelpass unserer beiden Neuzugänge. Dann geht er links vorbei am Verteidiger und schiebt mit links ins rechte untere Eck ein. Zakaria. Möglichkeit zum Umschaltspiel. Super Pass in die Tiefe auf Pichler. Pichler legt nochmal quer für Jateke. Kommt der Abschluss. Jawohl! Da ist das Tor. 63. Spielminute. Die Austria erhöht auf 6:0 gegen Sieghardskirchen. Torschütze Sterling Jateke. Da kommt sie auch schon. Angriff über die linke Seite. Benedikt Pichler legt uneigennützig quer auf Jateke. Der nochmal mit der Ballannahme lässt hier den Gegner ins Leere laufen, legt sich den Ball auf den rechten Fuß und schießt ein. Freistoß für die Austria. Dominik Fitz wird den Freistoß ausführen. Direkt an die Querlatte. Zum zweiten Mal heute. Dominik Fitz in Minute 68. Dominik Fitz und die Querlatte von Sieghardskirchen. Flanke kommt rein. Und was für ein Treffer, das Tor des Spiels. Unser Neuzugang, der Innenverteidiger Mauro Joshua mit einem Fallrückzieher-Tor für die Galerie. Das ist ein Einstand nach Maß. Was für ein Traumtor. 7:0 für die Austria durch den 21-jährigen Innenverteidiger aus Guinea-Bissau, Mauro Joshua. Und diesen Treffer schauen wir uns natürlich sehr gerne nochmal in der Zeitlupe an. Flanke kommt rein und dann die Ballannahme im 16er mit dem Rücken zum Tor. Herrlicher Fallrückzieher. Tor des Spiels.
Zwierschütz, stark durchgesetzt, schickt Dominik Prokop in die Tiefe. Prokop im 16er, Prokop macht's alleine und trifft. 88. Spielminute, die Veilchen erhöhen auf 8:0. Torschütze Dominik Prokop. Auch dieses Tor schauen wir uns gerne nochmals an. Eingeleitet von Stefan Zwierschütz. Super Pass in die Tiefe, zwischen den beiden Verteidigern hindurch in die Tiefe gespielt. Und dann deutet hier Dominik Prokop das Zuspiel an, den Querpass, das irritiert den Torhüter und schiebt eiskalt mit rechts ins kurze Eck ein zum 8:0 für die Veilchen. Dominik Fitz jetzt mit einem Antritt. Fitz, der will auch noch treffen heute. Zweimal schon angeklopft an der Querlatte. Hahn auf Prokop. Prokop. Immer noch Dominik Prokop. Immer noch alleine Prokop. Diesmal mit links. Nochmal links rausgespielt. Pichler. Pichler legt zurück auf Fitz. Fitz und jetzt hat er sein Tor. Mehr als verdient. Dominik Fitz. Hoch verdient dieser Treffer für Dominik Fitz. In Minute 89 gerade noch. Das 9:0 erzielt er nach einem super Zuspiel von Benedikt Pichler. Völlig frei im Strafraum da, genau am Elferpunkt. Mit rechts vollendet er zum 9:0 in Minute 89. Wieder auf Dominik Fitz. Stark den Ball behauptet auf Pichler. Links draußen ist Zakaria, da kommt das Zuspiel auch hin. Zakaria, Flanke zur Mitte, Jateke, Jateke Tor! Und in der 90. Minute gibt's das 10:0 für die Veilchen und das ist der Schlusspunkt. Das Spiel ist aus. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Ja, es war unser erster Test heute. Jeder Spieler hat 45 Minuten bekommen und man hat gesehen, dass wir schon Ansätze auf unsere Spielidee umsetzen zu probieren. Natürlich funktioniert es am Anfang nicht gleich so, wie wir uns das vorstellen. Aber es war schon mal recht gut, sage ich, bis auf die Chancenausweitung. Da bin ich nicht zufrieden, ich hätte deutlich höher ausgehen müssen, das Resultat. Ja, ich denke, es war ein gelungenes erstes Testspiel. Wir haben die letzten zwei Tage intensiv trainiert. Heute hat jeder 45 Minuten gespielt. Unser Ziel war, so viele Tore wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht das einzige Manko, dass wir heute noch um einige Tore mehr machen hätten können. Wir haben sehr, sehr viele Chancen rausgespielt. Wir haben 10 Tore gemacht. Ich denke, für das erste Spiel war es ganz in Ordnung. Es waren intensive Tage mit den Leistungstests und dann den ersten Trainings. Aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir ganz zufrieden sein. Für den ersten Test war ganz in Ordnung. Unser Ziel war, dass es zweistellig ausgeht. Natürlich jetzt noch um einiges höher ausfallen können. Aber fürs erste Spiel, denke ich, war es ganz okay.